Die andere Ebene, und das ist meiner Meinung nach die viel wichtigere Ebene, ja, ist, dass ihr alle gemeinsam mit uns diese Coaching-Revolution vorantreibt. Wir haben unseren Podcast, glaube ich, vor über 2 Jahren, glaube ich, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gestartet und ihn bewusst die Coaching-Revolution getauft, weil wir diese Idee hatten, dass die deutschsprachigen Länder, ja, Deutschland, Österreich und die Schweiz, wirklich im internationalen Vergleich in diesem Bereich Coaching, virtuelle Beratung, wirklich auch das Vermarkten des Ganzen, ja, und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür, also dass wir diese ganzen Bereiche quasi gegenüber dem internationalen Markt wirklich weit hinterhergehinkt sind, alle zusammen. Und da muss ich einfach sagen, dass, ich meine, schaut euch das Ganze nur mal an, wie es momentan aussieht und vielleicht so vor 3 Jahren, da haben wir wirklich sehr, sehr gut nachgezogen, ja. Das heißt, ihr alle habt mit dazu beigetragen, auch alle die Leute, die zum Beispiel mein Buch dieses Jahr, es sind über 20.000 Buchverkäufer allein dieses Jahr gewesen, ihr habt alle mit dazu beigetragen, dass das Thema Coaching, das Thema Beratung, Training oder auch virtuelle Dienstleistungen, dass das Ganze einfach viel größer geworden ist und dass das Ganze einfach einen komplett anderen Level erreicht hat, auch dass die Professionalisierung des Ganzen stark vorangeschritten ist in den letzten, gerade letzten 2 Jahren. Und auch da an dieser Stelle einfach mal danke dafür, dass alle so wirklich so mitgezogen haben und es auch erkannt haben, dass die Zeit dafür jetzt reif ist, dass man da wirklich auch nach außen gehen kann mit, dass man auch wirklich mal Flagge bekennen kann und dass heute mehr Leute sich das was darunter vorstellen können, wenn man sagt, ich bin Coach, ich bin Berater. Und dass Leute einen vielleicht immer noch ein bisschen belächeln, aber schon deutlich weniger als vorher, weil es einfach ein immer ernstzunehmenderes Thema ist und auch sein wird in den nächsten 10, 20 Jahren.